Guten Morgen, ihr Lieben. Tobi ist gerade schön am Saugen noch. Und ja, wir haben heute vor, einen kleinen Vlog für euch zu drehen. Gleich geht's nach Amsterdam und wir wollen dann mal ins Meer und so noch fahren. Also so ein bisschen weiter als Amsterdam, aber auch in Amsterdam rumlaufen. Und ja, wir werden jetzt auf jeden Fall uns fertig machen. Pupinchen ist auch schon da, ne? Kleines Pupinchen. Und ja, ich werde jetzt hier noch unten die Küche sauber machen, ein bisschen die Couch sauber machen und ja, mein Zeug hier mal hochbringen. Und dann geht's auch schon los. Weil es gleich weggeht und die Miezis ein bisschen alleine sind und Tobi gerade saugt, gibt's heute mal ein bisschen mehr Essen und die zerwüsten immer alles. Ist das bei euren Katzen auch so, dass die immer das Essen runterschmeißen? Die kleinen Pupinchens. Wir sitzen jetzt im Auto und sind sogar schon in Holland und ja, irgendwie ist das Wetter seltsam. Einerseits regnet es, dann in 2 Sekunden regnet es nicht, dann strahlt die Sonne, dann regnet es, dann ist Wind und ja. Naja, auf jeden Fall sind wir jetzt gerade auf dem Weg nach Holland oder wir sind schon in Holland und sind auf dem Weg nach Amsterdam und wir zeigen euch heute dann so ein bisschen mal Amsterdam an sich, so was wir halt sehen und wir wollen dann noch ans Meer. Und ich bin gespannt, weil ich war bis jetzt nur Hof Domburg, dort am Meer. Und ich bin mal gespannt, wie es da so am Strand, falls er am Strand ist. Ich weiß nicht, ist er am Strand? Ich hoffe, da ist am Strand. Na, auf jeden Fall werden wir euch jetzt einfach mal so mitnehmen. Und ja, der Tobi, der ist schön am Fahren und konzentriert sich wieder ganz fein. Aber ihr seht, also hier ist dann wieder schön alles mit ja, blauem Himmel. Und wenn ihr nach da schaut, ist dann wieder irgendwie alles so. Die Welt ist mit blauem Himmel verziert. Hey, guckt! Ein bisschen grün. Ein bisschen grün, ein bisschen alles. Ein bisschen Erde, ein bisschen Gras, ein bisschen Strommaste. Naja, auf jeden Fall fahren wir jetzt dann einfach mal weiter. Wir müssen jetzt noch, wie lange muss jetzt noch fahren? 171 Kilometer oder sage und schreibe 1 Stunde und 9 Minuten. Wup, wup. Sind wir am Meer! Woo! Das ist so schönes Wetter, das gibt's gar nicht. Das ist so schön. Zwar ein bisschen kühl, aber die Meerluft tut so gut. Ja. Schön windig, dann verstehen wir uns bestimmt super. Lauf, Kindchen, und fall auf die Fresse! Wir gehen jetzt wieder zum Auto, weil es ist wirklich sehr, sehr kalt. Wir haben gerade 2 Outfits abgedreht. Und ja, wir wollen jetzt mal schauen. Ich muss aufs Toilette. Und Tobi und ich haben Hunger und dass wir jetzt uns irgendwas zu essen holen. Ja, wir nehmen euch jetzt weiterhin mit. Wir hoffen natürlich, dass es euch im Moment noch gefällt. Und wenn so bleibt. Wer es nicht gesehen hat, mein Kapsel verlinke ich unten in die Infobox. So, wir sind jetzt gerade hier in Amsterdam in der City. Waren eigentlich auf der Suche nach einem schönen Restaurant. Ich war bis jetzt auch immer nicht auf Toilette. Aber hier haben sie irgendwie sonntags bis 18.30 Uhr auf, die Läden. Jetzt schlendern wir hier erstmal einfach so ein bisschen durch die Gegend und gucken einfach mal so rum, ne Tobi? Ja. Und dann werden wir gleich was essen.
Und Schatzi, ich muss mal ganz kurz in den Bershka rein. Ist das okay? Mein Mann ist der Beste. Der geht mit mir in jeden Laden rein, in den ich reingehen möchte. Einfach nur schön. Guck mal, wie cool das aussieht. Ja, schon wieder Starbucks, ne, in meinem Blog. In unserem Blog. Ja, ja. Bitte? So, jetzt zeige ich euch sogar den Shop in Amsterdam. Das gibt's doch gar nicht. Ich zeige euch aus jedem Land und aus jeder Stadt den Starbucks. Die Starbucks-Zeit, das heißt Cool Lime Refresher-Zeit, ein halber Keks und Juicy Water. So, und ja, hiernach fahren wir auch, denke ich mal, direkt nach Hause, ne? Ja. Kätzchen warten und ja. Sammy hat gerade geschrieben, dass es immer noch total grau ist in Deutschland. Ja, ja. Krass. Und das heißt, hier war so schöne Sonne. Es perfekt abgepasst mit dem Wetter. Perfekt. So, und jetzt werde ich mein Cool Lime Refresher genießen. So, wir sind jetzt gerade nach Hause gekommen. Der Tobi hat sich direkt schon sofort in Kuschelklamotten geschmissen. So, zeig mal dein Outfit. Aha, ja, so. Jogging. Ja, und ja. Tanktop. Okay, ja, sehr schön, ja, wo ja. Weiß ich nicht, Schatz. Ich glaube oben, nein, oder vielleicht da hinten. Ich habe die hier unten rausgezogen. Da hinten bestimmt. Die Kätzchen haben mittlerweile auch was bekommen. Ja, ich kümmere mich sofort um die Katzen, statt mir erstmal was Bequemes anzuziehen. Und die futtern jetzt gerade, wie der Arzt Scheiße kommt. Aufgeteilt. Ja, ich glaube, die mögen. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt. Guck mal her, Finn. Vielleicht mag Finn ja das. Oh ja, Finn mag Spinat mit Huhn. Nee, das ist Minze. Nein, das ist Spinat. Nee, das ist Minze. Es ist Spinat. Das ist Minze. Wir haben uns eben, ja, ich habe gesündigt, eine Pommes geholt. Ja, eine große. Ja, und danach auch noch Starbucks, ja. Aber, naja, ist halt so. Ich will noch auf jeden Fall duschen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich Sand in den Haaren habe. So, ich habe mir jetzt auch mal was Bequemes angezogen. Und wir haben gerade den Fernseher angemacht. Tobi hat mir einen Tee gemacht. Und wir werden jetzt einfach noch ein bisschen hier auf der Couch rumhängen. Das ist meiner, ne? Ja, das ist deiner. Hat mich gewundert. Das sieht so gut aus, Maka. Aha. Und ja, wir wollen jetzt noch ein bisschen mit den Kätzchen einfach so kuscheln. Und ja, wir hoffen, es hat euch dieses Mal wieder gefallen. Der Tobi liegt schon da wie so ein, keine Ahnung, halber Sack. Ja. Und ja, wir hoffen, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns euer Feedback da lasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns eigentlich sehr bald wieder. Und ja, dann sag mal tschö oder dein Bekanntes. Tschüss. Tschüss und ja, bis zum nächsten Mal.